Yo, herzlich willkommen bei Born to Pflege. Yeah, es ist gut, dass du dabei bist, weil wir heute mit der Evelyn Krollop uns das Vier-Ohren-Modell noch mal genauer anschauen. Pflegende hören generell stark auf dem Beziehungsohr und auf dem Appellohr. Und das ist für einen Pflegeberuf ja auch so enorm wichtig. Nur manchmal können sich Situationen auch kritisch entwickeln, aufgrund dessen, dass du vielleicht auf ein Beziehungs- oder Appellohr hörst. Evelyn Krollop wird dir heute das Vier-Ohren-Modell vorstellen, in ihrer einfach so unterhaltsamen und witzigen Art. Und was es dir helfen würde, mehr auf dem Sachohr und mehr auf dem Selbstoffenbarungsohr zu hören. Und wie du es auch, wie du diese beiden Ohren besser im Pflegealltag einsetzen kannst. So, dass es im Pflegebereich, bei dir im Wohnbereich, einfach entspannter und witziger zugeht. Und ich finde, Evelyn Krollop ist absolut hörenswert und ein absoluter Experte hier auf dem Gebiet. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich wünsche dir eine gute Unterhaltung. Ja, prima. Und da sind wir auch schon. Und wir wollen uns nochmal über das Thema unterhalten, wie man professionell mit schwierigen Angehörigen umgehen kann oder mit emotional schwierigen Situationen, wie man da deeskalierend einwirken kann. Und ich darf die Evelyn bei uns bei Born to Pflege begrüßen. Hallo. Hallo. Ich grüße dich auch. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Cool. Vom Vier-Ohren-Modell haben wir in der letzten Folge schon was gehört und vielen sagt dieses Vier-Ohren-Modell auch irgendwas. Warum kann dieses Vier-Ohren-Modell dabei helfen, emotional schwierige Situationen zu deeskalieren? Weil ich sehr genau, wenn ich das Vier-Ohren-Modell gut praktisch anwende, für mich selber entscheiden kann, mit welchem Ohr höre ich jetzt dem anderen zu. Ich bekomme in der Konversation eine gewisse, also das ist eine Selbstermächtigung, so empfinde ich das. Ich kann wirklich für mich selber entscheiden, ich bin nicht so ausgeliefert und höre im Zweifelsfall mit dem Beziehungsohr, wir haben ja gleich nochmal, und bin dann beleidigt, gekränkt, sonst was alles, sondern ich kann sehr bewusst entscheiden, mit welchem Ohr höre ich zu. Wenn ich das gut verstanden habe, das Modell, und gut übe, das ist auch eine Frage der Übung, wenn ich das gut übe, das Modell, dann kann ich sozusagen in Situationen geschickt unterscheiden und für mich selber entscheiden, mit welchem Ohr möchte ich das jetzt hören. Okay. Hast du uns vielleicht irgendwie eine Situation, anhand der wir diese vier Ohren oder vier Zungen mal so ein bisschen aufdröseln können? Genau. Also wir können uns ja zum Beispiel vorstellen, wir sind auf Station. Und die Pflegeexpertinnen sitzen zusammen und machen gerade Übergabe. Die sitzen halt zusammen an einem Tisch und unterhalten sich. Das ist das, was gesehen wird. Und dann kommt der Herr Bonkowski vorbei und sagt, so wie ihr arbeitet, möchte ich mal Urlaub machen. Ja, so. Okay. Das ist sowas, dann stehe ich da. So, dann sehe ich schon, wie es brodelt. Bei 50% mindestens, wenn nicht 80% oder 100% derer, die da am Tisch sitzen. Ja? Boah! Wie kann der nur? Ja, kann der nur. Ne? Was hören wir? Also wenn wir jetzt so, wie kann der nur? Das ist unser Beziehungsohr. Wie spricht der mit mir? Ja? Und der hat ja keine Ahnung, der weiß ja gar nicht, was wir hier machen, der sieht ja nichts, und wie spricht der mit mir? Das ist alles das Beziehungsohr, was da hört. Und das ist sehr schnell gekränkt und beleidigt. Das Beziehungsohr ist ein total wichtiges Ohr, um überhaupt in Beziehung und in Emotionen mit anderen Menschen zu kommen. Und das brauchen wir in der Pflege. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ohr in der Pflege, um sozusagen in die Beziehung zu gehen. Aber ich muss es bewusst wegschalten können, damit ich in solchen Situationen nicht sofort aus der Haut fahre. Dazu sagen. So, und dann kann ich sagen, das Beziehungsohr lasse ich weg. Was habe ich dann noch an Ohren übrig? Ja? Appellohr. Der will, dass ich was tue. Der will irgendwie. Was will der? Ich muss jetzt irgendwas arbeiten. Der sieht nicht, dass wir hier arbeiten, und der nimmt das nicht wahr, dass das Arbeit ist, was wir tun. Und der will jetzt irgendwas von mir.
dann springt das auf, was auch ein schwieriges Ohr, weil uns das viel Arbeit aufreißt. Was kann ich für Sie tun? Was soll ich noch machen? Was brauchen Sie? Was sonst irgendwie? Gibt es auch häufig. Ja? Mhm. Habe ich auch mal erlebt in einem Pflegeteam, das war sehr putzig. Da gab es, da haben wir ein putziges Pflegeteam. Ich sehe jetzt lauter Stofftierchen vor mir sitzen, aber gut. Nein. Nein, das waren schon, die waren nicht, putzig war die Situation, die ich gleich beschreibe. Okay. Und zwar war das ein Team, die sind sozusagen, wie das häufig ist, überbordet worden mit Arbeit. Die hatten immer irgendwie, hat gefühlt mehr Arbeit als die anderen Teams unter. Und wir haben zusammen einen Work-Life-Balance-Workshop gemacht. Mhm. Und es war ganz spannend, da hatte ja das Vier-Ohren-Modell eigentlich gar nichts zu schaffen, aber ich musste es dann einbringen, wir werden gleich merken, warum. Weil es gab sozusagen, da gab es eben auch die Situation, wo viele erstmal drüber schimpfen sollten, was ist alles so schwierig, was ist schlecht, was tut uns nicht gut, ne? Wo geht die Kraft hin, wo verliert sich die Kraft. Und dann, als das so draußen war und dann so im Raum stand, da habe ich gesagt, boah, jetzt ist ganz schön dunkel geworden. Und das war natürlich ein Bild für, ne? Also es war so, die Stimmung war so, dass es dunkel geworden ist im Raum. Die Chefin hatte das Appellohr, solche Appellohren hatte die, und ist losgerannt und hat das Licht angemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist, und das war gut, also ich hatte Glück, die Chefin konnte damit umgehen, ja, Stationsleitung konnte damit umgehen. Ich habe gesagt, das ist ein Grund, warum ihr so viel Arbeit habt. Die Chefin hört ausschließlich mit dem Appellohr, die hat solche Appellohren. Mhm. Ich habe nicht gesagt, hier ist zu dunkel, es muss jemand Licht machen. Ja, ich habe einfach nur die Situation beschrieben, die wir gerade haben. Aber die Chefin hat gehört, ich muss was tun. Ich muss loslaufen, Licht anmachen. Und wenn die das in allen anderen Situationen im Haus auch tut, dann zieht die ganz viel Arbeit von überall auf sich und aufs Team damit. Ja, und jetzt hatten die Kolleginnen den Arsch gefunden. Ja. Entschuldigen. Nein, also es war tatsächlich, also es war ganz hilfreich, weil die Chefin das auch so, wie ich das dann beschreiben konnte. Ne? Ich habe dann das Vier-Ohren-Modell da eingeführt und habe das so nochmal beschrieben. Und da hat die gesagt, ja, das stimmt. Und das war richtig wie, oh, ja, jetzt haben wir, es war ja nicht der einzige. Es gibt, mit Schuldigen können wir sowieso nichts anfangen. Ne? Wenn wir Schuldige suchen, dann finden wir keine Lösung. Dann finden wir einen Schuldigen, aber keine Lösung. Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Aber so, das war eine schöne Situation. Also Appellohr ist im Grunde, wenn der Mann auf dem Sofa sitzt und sagt, ich habe Durst, dann rennt Frau los und holt ein Bier. Hat kein Mensch gesagt. Ja, aber das ist so das. Das Appellohr ist nicht unwichtig sozusagen, auch in der Pflege, ne? Warten wir schon, aber es ist nicht immer hilfreich. In der Situation, wenn der Patient vorbeikommt und sagt, da höre ich ja, heb deinen Arsch und arbeite. Das hört das Appellohr. Ja, tu was. Ja, sowas in der Art. Und das ist auch hilfreich, wenn ich das nicht offen habe in der Situation. So, was habe ich da noch für Ohren? Ich habe das Sachohr. Das Sachohr hört, der hat gesagt, so wie wir arbeiten, möchte er mal Urlaub machen. Das heißt, in der Sachlichkeit nimmt der vielleicht wahr, dass wir schön zusammensitzen. Also das kann, weiß ich nicht, das ist dann schon ein Selbstoffenbarungsohrenstück. Also in der Sache ist es ja einfach nur, aha, er hat den Wunsch, er möchte so Urlaub machen, wie wir arbeiten. Kann ich ja als Sache so hören. Ne? Aha, ja, man nimmt den Satz, den er sagt, einfach so hin. Wörtlich hin, genau. Ja. Und wenn ich dann jetzt noch den Schritt weitergehe und gehe in die Selbstoffenbarung, dann kann ich natürlich sagen, ist der vielleicht einsam? Ne? Also hat der sozusagen, würde sich der da tatsächlich wünschen, in so einer Runde zusammenzusitzen? Also warum sagt so jemand das? Ne? Oder hatte der nie schöne Urlaube? Oder hatte der nie schöne Urlaube oder sonst sowas? Und dann geht es mir viel besser, wenn ich das Ohr offen habe, weil ich mich da nicht gekränkt fühle, sondern ich mache mir darüber Gedanken, was hat der? Ja, und das hilft uns in Konflikten insgesamt recht gut zu sagen, auch so die Frage, wer hat das Problem? Habe ich das Problem oder hat das der andere? Das hilft mir ungemein, um mich selber zu entlasten. Ich muss aber in der Profession, ich kann sozusagen im Alltag, kann ich mir damit auch viel vom Hals schaffen. Wenn ich in der Profession bin, habe ich ja schon die Aufgabe irgendwie demjenigen, also dem Herrn Bankowski, der da sagt, so wie Arbeit möchte ich mal Urlaub machen, dem kann ich lächelnd zuwinken, fertig ist, da habe ich ja keine Aufgabe. Da muss ich ja nichts machen, sozusagen. Aber
In anderen Situationen, wenn mich ein Angehöriger oder ein Patient tatsächlich angreift, weil er meint, dass meine Pflege schlecht ist, muss ich ja darauf reagieren in der Professionalität. Und auch da hilft es zu gucken, was sagt das Ohr? Also welches Ohr hört zu? Andersrum nicht. Was sagt das Ohr? Jetzt bin ich auch schon bekloppt. Also Gott, oh Gott, oh Gott. Also dann ist so. Ja, naja, ist ein hübsches Bild. Was sagt Soll ich die nächste Frage stellen, oder? Ja, mach mal. So deiner Erfahrung nach, auf welchem Ohr hören denn Pflegende richtig gut? Auf dem Beziehungsohr. Auf dem Beziehungsohr. Und das auch im Positiven? Wie im negativen. Im positiven wie im negativen Sinne. Und ich denke, das ist auch so die Krux in der Pflege. Das ist generell ja so eine Kultur von leicht Opfer sein, leicht beleidigt sein. Das erlebe ich ganz viel auch in Seminaren. Und auf der anderen Seite aber eben auch sehr besorgt um den anderen. Ich erlebe die Pflege eben sehr, sehr mit ganz viel Empathie, und das ist ja auch notwendig und sinnvoll und wichtig. Das ist Teil des Berufs. Ohne Empathie kann ich den Beruf nicht ausüben. Ja, und der macht dann auch keinen Spaß. Also es lebt ja auch davon, dass ich in Kontakt gehe mit den Menschen. Von daher ist das dieses Beziehungsohr im positiven Sinne erstmal, das ist extrem wichtig, schön, gut und bitte behalten. Aber in Konfliktsituationen muss ich es bewusst ausschalten können. Ja. Und das kann die Pflege schlechter als andere Berufe, die so eher ein Lokführer, der hat nicht so viel Beziehungsohr. Ja, da geradeaus, zack, da muss ich hin, losfahren, Knopf drücken, fertig. Der wird nie so schnell sich angegriffen fühlen wie jemand aus der Pflege. Weil das Beziehungsohr sensibel ist. Ja, okay, jetzt kommt der Herr Kochlowski, oder ich weiß nicht, wie du ihn genannt hast, der kommt jetzt. Ja. Und jetzt sitzen die beieinander. Ja. Und jetzt hören die das auf dem Appell und dem Beziehungsohr. Was macht das jetzt mit den Pflegekräften? Die sind beleidigt. Okay. Also das Beziehungsohr ist beleidigt und das Appellohr hört irgendwie, der glaubt, wir arbeiten nicht genug und wir müssen was arbeiten. Also wir müssen anders arbeiten. Der denkt, wir sind hier faul. Der denkt, wir sind faul. Das ist ja auch das Beziehungsohr, was das denkt, wir sind faul. Aber das Appellohr hört dann eben noch so ein, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kommt auch so eine Verunsicherung. Was soll ich denn seiner Meinung nach machen? Soll ich jetzt hier rumrennen? Ist das dann Arbeit? Oder was braucht der, damit ich, ja, so. Und das hören wir eben sehr häufig. Das Appellohr hört sehr häufig zu und fragt sich dann, was soll ich jetzt seiner Meinung nach tun? Und in der Situation ist das völlig irritiert, weil wir sind ja am Arbeiten, ne? Und das irritiert dann. Das ist eine ganz große Irritation, die dann ausgelöst wird. Genau. Und aus dieser Irritation, wenn ich auf dem Beziehungsohr höre und mich wahrscheinlich herabgesetzt fühle, wird ja dann wahrscheinlich eher eine negative Gegenreaktion kommen, also die eher zur Eskalation beiträgt, als dass die Situation beschwichtigt wird. Wie könnten denn die Pflegenden jetzt mit dem Sachohr reagieren? Ja, also reagieren tue ich ja mit dem Ohr gar nicht, sondern ich höre erstmal. Ne? Ja. Ich höre erstmal und ich höre, der sieht uns hier sitzen. Ne? Also der sieht uns hier zusammensitzen und miteinander reden. Das ist das, was der sieht. Und wenn ich das so wahrnehme, dann kann ich ja auch sagen, das stimmt ja auch. Wir sitzen hier zusammen und reden miteinander. Da hat er recht. Das ist das, was er offensichtlich sieht. Ja, ne? Wir machen gerade die Übergabe. Genau, das sieht er nicht. Weil er das nicht weiß. Das sieht er. Das ist ja, wir glauben, dass das ganz offensichtlich ist. Aber was der Patient sieht, ist nur, da sitzen 5 Pflegekräfte oder je nachdem, wie viele auf der Station sind und zur Übergabe da sind, oder 3 oder 7, je nachdem. Da sitzen 3, 5, 7 zusammen und reden miteinander. Dann ist auf Stationen unterschiedlich üblich, manche trinken auch einen Kaffee dabei. Dann sieht das gemütlich aus. Ne? Dann sieht das für den sieht das gemütlich aus.
Und dann, wenn das Sachohr sozusagen dazuhört, dann kann das Sachohr im Zweifel sagen, stimmt, wäre schön für dich, wenn du so einen Urlaub hättest. Ist jetzt böse, ne? Aber das kann sein, stimmt. Also weil das Sachohr hört einfach nur, okay, der sieht uns hier zusammensitzen. Alles in Butter. Alles in Butter, alles schön. Ist ja kein Problem. Der darf uns ja hier sitzen sehen. Ja. Du hast, oder lass uns mal auf dieses Beispiel von der Tochter von Frau Müller aus der vorherigen Folge zurückgehen. Ich habe dich mal sagen hören, um zu eskalieren, muss ich am Selbstoffenbarungsohr andocken. Um zu deeskalieren. Um zu deeskalieren, muss ich am Selbstoffenbarungsohr andocken. Also wenn ich jetzt, wenn wir wieder bei Frau, bei Carmen sind, mit ihrer, mit der Tochter von Frau Müller, die sie da so angeht, da muss ich ganz klar gucken, sozusagen, was ist gerade mit der Tochter von Frau Müller los? Und das mache ich mit dem Selbstoffenbarungsohr. Da wirklich hinzuhören und sagen, was hat die denn? Was macht ihr Sorge? Was lässt sie offensichtlich die Sorge haben, dass ihre Mutter bei uns nicht gut versorgt ist? Und das ist für einen Angehörigen ja eine immense Sorge. Das ist meine Mutter. Ja? Das ist meine Mutter. Und ich bin verängstigt, besorgt, sonst irgendwas. Und das kann ich als Pflegekraft gut hören, wenn ich das Selbstoffenbarung so aufmache. Und sage, was hat die genau? Was ist mit der? Was macht ihr Sorge? Was macht ihr Angst? Was bedrückt sie? Was verunsichert sie? Und wenn ich dieses Ohr aufmache, dann werde ich immer in der Deeskalation sein, weil ich werde der Person mit Verständnis gegenüber entgegentreten. Genau. Automatisch. Anstatt mich zu rechtfertigen oder in Gegenangriff zu gehen, merkt die gegenüberliegen oder die, das gegenüber die Tochter von Frau Müller, die ist ja jetzt tatsächlich interessiert, was jetzt bei mir los ist. Genau. Genau. Und das ist das, was derjenige braucht. Ne? Ich bin in einer kompletten Verunsicherung. Ich habe den Eindruck, meine Mutter wird nicht versorgt. Ich habe den Eindruck, meine Mutter wird verdurstet. Ja, im schlimmsten Fall. Ne? Ich habe den Eindruck, meine Mutter verdurstet. Das macht mir Angst. Ich möchte ja meine Mutter gut versorgt sehen. Und dann rufe ich an. Und wenn dann jemand sagt, stimmt nicht. Ich sehe es doch. Ich habe es doch gesehen. Ja? Da brauche ich niemanden, der sagt, stimmt. Ja, genau. Ja, und dann bin ich, sind wir wieder bei Louis Define. Das hilft uns gar nicht. Wenn ich aber da sage, okay, ich muss rauskriegen, was mit der Frau los ist, ich muss rauskriegen, was die Frau so verunsichert, das ist das Selbstoffenbarungsohr. Und das ist das Ohr, das beste Ohr, was ich jedem anrate für die Deeskalation. Immer zu gucken, was hat denn der andere? Was ist denn mit dem los? Was braucht der jetzt? Und wenn ich dann nachfrage und wenn ich das noch ganz sachlich beschreibe, ich nehme wahr, Sie sind sehr besorgt um Ihre Mutter. Woher kommt denn Ihre Sorge? Was haben Sie denn beobachtet? Dann nehme ich jeglich, dann wütet niemand weiter. Also und selbst wenn da noch Wut danach ist, dann muss ich die halt noch rauslassen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn jemand wütend ist, kann ich den nicht stoppen, reden lassen. Das ist so ein Vulkanausbruch, den kann ich zwischendurch nicht abhauen. Ja, so, der muss erstmal raus. Ja, und manche sind so aufgebracht, dass selbst auf die Frage, was bringt sie denn so auf? Naja, das eben, ich habe das doch gesehen. Okay, was konkret haben sie gesehen? Und ich verspreche bei 98% der Fälle, mit denen wir reden, wird sich das beruhigen, alleine dadurch, dass ich auf denjenigen eingehe und sage, was konkret haben sie beobachtet? Was macht ihnen Sorge? Was haben sie gesehen? Was wollen sie stattdessen haben? Wie können wir es machen? Und dann kann ich aus meiner Professionalität her sagen und auch aus meinem Schichtplan, und ich weiß, wie viele Leute da sind, ne, was können wir leisten, was können wir nicht leisten? Und dann kann ich in die Verhandlung gehen miteinander. Das ist dann aber eine sachliche Verhandlung und kein Konflikt mehr. Deine Beobachtung ist, dass Pflegekräfte in der Mehrheit auf ein Beziehungsohr hören und das auch gut so ist und wichtig so ist. Auch auf dem Appellohr. Für Konfliktsituationen oder Meinungsverschiedenheiten, die dann zu Konflikten führen können, wäre es jetzt so deinem Anraten geschickter auf dem Sachohr oder auf dem
Selbstoffenbarungsohren. Ja, danke. Zu hören. Ja. Aber das muss ich ja umtrainieren, oder? Weil wenn das ich das trainiert habe, immer auf diesem Ohr zu hören, dann werde ich ja nicht automatisch ab morgen Schalter umlegen. Ich höre es auf dem Sachohr und auf dem Selbstoffenbarungsohr. Ja, wo kann man das am besten trainieren oder sich aneignen, auf dem Sach- oder Selbstoffenbarungsohr zu hören? Also das Allerwichtigste ist, ich kann das nicht in der Stresssituation trainieren. Ja, also das, ich kann nicht warten, bis diese Situationen kommen und das dann üben. Sondern es ist viel einfacher, das in ganz normalen Alltagssituationen zu üben. Ja, Beispiel, wir hatten es schon, der Mann mit dem Durst. Der Mann sitzt da und sagt, ich habe Durst. Und dann kann ich sozusagen ganz bewusst sachlich durchgehen, sag Ohr, aha, der Mann hat Durst. Beziehungsohr hört dann vielleicht, wie redet der, meint der, dass ich da jetzt aufspringe und losrenne oder was? Ja, Appellohr hört, ich soll Bier holen. Ja, obwohl, bei euch läuft das, glaube ich, andersrum bei euch daheim. Genau. Hey Mann, und, nimm mir mal ein Bier holen. Also bei mir kommt der Appell auch sehr klar gerichtet. Der wird nicht gesagt, ich habe Durst. Das ist dann das andere. Dann sind wir sozusagen, das ist ja das sozusagen die zwei Seiten der Nachricht. Das eine sind ja immer die Nachrichten, die wir hören mit den Ohren, und das andere sind, die wir senden. Ja, ich sende meine Appelle sehr konkret. Geh mir bitte Bier holen. Ja, wir Männer brauchen das auch. Einfach und konkret. Und dann läuft der bei uns. Das funktioniert gut. Das funktioniert super. Was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ich habe Durst. Ja, und jetzt. Aber wenn meine Frau sagt, geh mir ein Wasser holen, dann passt es. Funktioniert, genau. So, und wenn ich jetzt sozusagen, und das Selbstoffenbarungsohr hört ja auch nur, aha, der hat also Durst. Und wünscht sich vielleicht, ja, dass ich könnte doch für ihn, ich könnte doch so nett und lieb sein, für ihn ein Bier zu holen, weil das hat er sich doch verdient. Ja. Und das kann ich zu Hause üben. Ich kann das auch mit Kolleginnen üben. Also im Alltag, im Stationsalltag, ne? So, dass man sich ganz bewusst bei verschiedenen Aussagen immer mal wieder, kann man nicht den ganzen Tag machen, wird man ja umgeschoben, aber immer mal wieder sozusagen ganz bewusst zu sagen, jetzt sagt die, hat die Kollegin mir gesagt, deine Akten liegen da seit 3 Tagen. Ja, und dann kann ich das für mich ganz bewusst, wenn ich nicht im Stress bin, zu sagen, ja, die Sachuhr hört, ja, die liegen da seit 3 Tagen. Das Appellohr hört, räum die weg. Das Selbstoffenbarungsohr hört, das nervt mich. Ja. Und das tatsächlich im Alltag zu üben, wenn man was Neues übt, hilft es, wenn man sich irgendwie ein irgendwas ansteckt, was einen daran erinnert. Also wenn ich einen Ring habe, den ich bis jetzt nicht trage, und den trage ich jetzt mal oder so. Das, wenn ich das ganz bewusst mache, das ist die Erinnerung daran, ich will jetzt 4-Ohren-Modell üben, dann kann ich jedes Mal, wenn mir irgendeine Nachricht entgegengeschleudert wird, das ist ja bei jedem Satz, ich kann mit jedem Satz gucken, mit welchem Ohr höre ich das. Mhm. Und dann gucke ich auf den Ring und höre, und dann kann ich mich erinnern, ich möchte das üben. Und wenn ich das sozusagen in Normalsituationen, in nicht gestressten Situationen geübt habe, dann kann ich das nachher auch in Stresssituationen wirklich anwenden und bewusst auf und zu machen. Und ich denke, das kann auch mit Kolleginnen, kann das echt Spaß machen. Ja, wenn ich dann sozusagen die Ohren explizit mache, wenn die Kollegin sagt, deine Akten liegen da seit 3 Tagen. Und dann kann man, wenn man ein gutes Team ist, eingeweihte Kollegen hat, kann man sagen, ah, und mit welchem Ohr soll ich das hören? Soll ich sie wegräumen? Oder liegen sie da? Ja, Sachohr, ich höre, ja, habe ich gehört. Stimmt, du hast recht. Ne? Pass auf, ich übe gerade mein Sachohr, deswegen lasse ich es liegen. Genau. Wenn das Sachohr hört, dann kann ich sagen, stimmt. Oder ich kann sagen, nein, 24 Stunden und 7 Minuten. Ja, die Akten liegen nicht 3 Tage da, sondern die liegen da 24 Stunden und 7 Minuten. Also da kann ich wirklich spielen mit den Kollegen, dann macht das auch Spaß. Und dann lerne ich das. Und es wird dann wahrscheinlich auch die Teamatmosphäre verbessern. Und da auch ganz bewusst, ne, wenn es wirklich darum geht, also einerseits erstmal bewusst alle Ohren üben, und dann geht es ja darum, wirklich dieses Selbstoffenbarungsohr zu üben. Und das macht total Spaß. Also auch mit sowohl mit Kollegen als auch zu Hause mit der Familie. Was ist denn mit dir? Was hast denn du?
Ja, was ist denn jetzt gerade bei dir wieder kaputt? Ja, das kann mein Mann übrigens sehr gut. Das genieße ich sehr, weil wenn ich meinen cholerischen Anfall habe, dann legt er mir so einen Spiegel hin und dann muss ich so lachen, dann ist alles schon wieder vorbei. Evelyn, wo bist du schon wieder schief gewickelt? Genau. Ja, prima. Also, Evelyn, sag noch was. Nee, passt. War fertig. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Sehr schön. Okay. Ich finde, dadurch, dass du so viele Alltagsbeispiele verwendet hast und das mit so viel Selbstironie dahergebracht hast, also es war wirklich eindrücklich und auch für mich echt eingängig. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Danke. Wenn es was bringt, dann freue ich mich sehr. Also mir hat es was gebracht. Ah, schön. Danke. Für die Kommunikation von mir und dem Rest der Familie. Genau. Das ist halt auch das Schöne. Genau. Das ist tatsächlich, ich finde das auch das Schöne, wenn man solche Modelle verwendet, das ist ja nie immer nur für die Arbeit, sondern das ist ja, das hilft einem ja im gesamten Leben. Also mir hilft das auch gerade, ich übe das auch gerade, ich habe ja meine Schwiegereltern mitgenommen im Urlaub. Ich liebe sie wirklich sehr. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich liebe sie wirklich sehr. Der Schwiegervater ist 88, die Schwiegermutter ist 86 und schwer dement. Mhm. Ich bin also relativ im Stress, weil ich muss immer hinterherrennen. Wer pflegt? Natürlich die Schwiegertochter. Ja? So. Und Windeln wechseln und was eben so ist. Also es ist schon, sie hat Pflegegrad 4. Das ist schon eine Hausnummer jetzt so im Urlaub. Und wenn dann vom Schwiegervater irgendwelche schiefen Sprüche kommen, wie zum Beispiel hatte ich gerade gestern, muss ich natürlich auch Wäsche waschen, dann hänge ich die auf, dann ist es hier windig, dann hatte ich mistige Wäscheklammern, dann haben die nicht gehalten, lag die Hose auf dem Fußboden. Und dann kommt von ihm, sag mal, tut man die schwarzen Hosen hier auch bleichen? Und dann kann ich natürlich mich belehren, wenn ich das Beziehungsohr oder das Appellohr habe, du hast was verkehrt gemacht. Du hast die Hose nicht richtig aufgehangen, die liegt jetzt auf dem Fußboden. Ja? Aber das Sachohr hört halt genau das, der will mich darauf aufmerksam machen, die Hose liegt unten. Und selbst auf dem Offenbarungsohr hört, der will witzig sein. Und dann ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Ja. Und das hilft einem extrem. Das hilft einem extrem. Ja. Evelyn, vielen, vielen Dank. Wir von Born to Pflege, wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du noch viele, viele Pflegende in deinen Seminaren genau damit helfen kannst, mit diesen vier Ohren spielerisch auch umzugehen, um dann wieder im Team auch in eine Lockerheit reinzukommen, in eine entspannte Arbeit reinzukommen und nicht immer boom, boom. Evelyn, vielen Dank dir und ich wünsche dir weiterhin einen guten Urlaub in Spanien. Dankeschön. Genau. Dann, ich wünsche dir auch weiterhin viele schöne, interessante Gesprächspartner. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ciao. Ja, ich glaube, ich habe dir eingangs nicht zu viel versprochen, dass die Evelyn unterhaltsam und witzig ist. Aber ich finde diesen einen Tipp so unheimlich gut. Versuch mal, oder wie wäre es, wenn du es versuchst, in einem entspannten Umfeld bewusst einzuüben, auf dem Sachohr zu hören. Bewusst einzuüben, auf dem Selbstoffenbarungsohr zu hören. Weil du dir und deinen Kollegen damit unheimlich helfen würdest. Deswegen, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem besonderen Training und hey, nächste Woche hören und sehen wir uns wieder bei deinem Lieblingspodcast Born to Pflege.